Der Hof von Familie Krautner bei Landau an der Isar. Vor 7 Jahren haben Rita und Ralf den Betrieb von Ritas Eltern übernommen. Damals stand eine Entscheidung an. Der alte Stall war renovierungsbedürftig. Also es war halt doch so, dass ja die anbindende Haltung schon 30 Jahre alt war und dass da eigentlich ja viele Reparaturen dann eigentlich auf uns zukommen werden. Und wir wollten eigentlich schon das Tierwohl irgendwie auch verbessern. Und dann haben wir im Fernsehen einen Beitrag gesehen über einen Kompostmiststall. Und das hat dann eigentlich so das richtige Interesse geweckt. Der Filmbeitrag über den Stall der Familie Brandacher lief 2011 in unser Land. Viele Landwirte besuchten daraufhin den Betrieb in Oberösterreich, auch die Krautners. Da haben wir drüben gewesen und haben uns den angeschaut. Und dann haben wir gesagt, also wir probieren das aus, wir bauen uns einen Stall. 2013 begannen Rita und Ralf, den neuen Stall direkt an den alten anzubauen. Die 25 Kühe bekamen hinter dem Fressbereich eine 266 Quadratmeter große Wohlfühloase. Hier liegen oder laufen sie auf einem weichen Untergrund aus Sägespänen. Diese Schicht ist etwa 50 cm tief. Auffallend ist, die Tiere sind sehr ruhig und sauber, obwohl sie hier auch ihr Geschäft verrichten. Durch das, dass ja die Kuh nicht da liegt, wo sie hinbieselt und hinscheißt. Die legt sich ja dann schon nebendran hin. Und durch das Bewegen, durch das Laufen von den Viechern drücken die das ja in den Boden mit rein. Und unten fängt es dann praktisch an, der Boden zum Kompostieren. Es entsteht ein trockener Kompost, der auch den typischen Stallgeruch absorbiert. Es riecht in etwa wie die Blumenerde in einer Gärtnerei. Die Kühe fühlen sich offenbar wohl. Durch den Kompostiervorgang werden auch krankheitserregende Bakterien und Fliegenlarven abgetötet. Alle 5 bis 10 Tage bringt Ralf Krautner neue Sägespäne in den Stall. Ein 8 Kubikmeter großer Haufen. Die Kühe freuen sich. Zweimal im Jahr wird ausgemistet. Der Kompost kommt als Dünger auf die Felder. Seniorchef Josef Krautner war anfangs skeptisch. Jetzt gefällt der Kompoststall auch ihm. Super. Für viel gut, für alles. Oh, das geht schon. Das ist ein Frieden. Die Sägespäne holen die Krautners von einem Sägewerk in der Nähe. 10 Euro pro Kubikmeter zahlen sie im Schnitt. Ein guter Preis. Anderswo werden oft über 17 Euro bezahlt. Die Einstreu ist ein entscheidender Kostenfaktor. Wichtig ist auch, dass immer genug Material vorrätig ist. Einmal ging es den Krautners aus, weil das Sägewerk den Winter über geschlossen war. Dann ist uns der Boden durchnässt. Viecher waren dreckig, Viecher sind eingesunken. Es war einfach nicht mehr schön. Der Stall hat dann richtig nach Misthaufen gestunken. Also war richtig ein Misthaufengeruch. Seitdem haben die Krautners immer genügend Sägespäne auf Lager. Täglich zweimal muss der Boden mit einem Grubber gelockert werden. So bekommen die Kompostbakterien Sauerstoff für den Abbauprozess. Alles mehr Arbeit im Vergleich zu einem Stall mit Spaltenboden. Beim Stallbau beraten wurden die Krautners von Siegfried Holzeder. Er gilt inzwischen als Kompostpapst. Neben seinem Job an der Landwirtschaftskammer Oberösterreich hat er in den letzten Jahren Hunderte von Stallbauten in ganz Europa begleitet. Von Kroatien, Bosnien bis Norwegen, Frankreich, Deutschland. Der größte Betrieb wird etwa 1700 Kühe auf Kompost halten und ist aber genauso geeignet für kleinere Betriebe. Eine Erfolgsstory. Trotzdem warnt Siegfried Holzeder davor, dass zu viele Rinderhalter einen Kompoststall bauen. Denn auf dem Holzmarkt ist die Nachfrage nach Sägespänen, die auch als Heizmaterial dienen, sehr groß. Wir schätzen derzeit, dass maximal zwischen 3 und 7% der Rinderbetriebe das System machen können, weil die Einstreu ist nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und aus dem Grund, wer sagt, okay, es ist zwar wunderbar, das System, und ich würde es gerne machen, soll sich aber zuerst informieren, ob er ausreichend Einstreu wie Sägespäne oder Hackschnitzel zur Verfügung hat. Daneben eignen sich auch Dinkelspelzen und das Schilfgras Miscanthus. Durch die Kompostierung entstehen im Boden in etwa 40 cm Tiefe Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius. Im Winter ist das angenehm, im Sommer aber kann es den Tieren zu heiß werden.
Die Krautners haben das Problem durch eine gute Durchlüftung in den Griff bekommen. Bereut haben sie den Bau des Kompoststalls noch nie. Natürlich, der Arbeitsaufwand ist mehr. Das muss man ganz deutlich sagen. Aber sie wirken zufrieden, sie machen dann zufriedenen Eindruck. Und das ist eigentlich das, was wir mir wollten, sage ich jetzt einmal. Und sind sauber. Die Viecher sind einfach sauber. Das genau. Ist ein großer Unterschied zu anderen Stellen. Wenn man sich das vergleicht und anschaut, dann bin ich immer wieder froh, wenn ich bei unserem Stall bin und mir die Viecher anschaue, wie sauber die eigentlich sind. Ob es Euter betrifft oder ob es die Klauen betrifft und so weiter, das ist einfach, also finde ich jetzt eine ganz andere Geschichte. Auch wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass es in Kompoststellen weniger Euter- und Klauenerkrankungen gibt als in konventionellen Stellen. Das Tierwohl wird insgesamt verbessert. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.